Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen bahnbrechenden Auftritt von Tino Chrupalla bei Maischberger. Gehen wir im Folgenden die Sendung Stück für Stück durch. Aus meiner Sicht fällt oft unter den Tisch, was vorher passiert ist, also wenn die AfD-Vertreter gerade nicht reden. Schauen wir also jetzt ab der Passage, wenn das Interview mit Özdemir endet und es auf die AfD kommt und im Folgenden auch um die Proteste und um Tino Chrupalla. Wir blicken auf diese Demonstrationen am Wochenende und zeigen nochmal die Bilder von diesem Wochenende. Das sind eben Menschen, Hunderttausende hier in Hamburg, dann in Hannover. Wir haben sie überall gesehen, Nürnberg, Frankfurt am Main, Köln, München, Berlin. Die Polizei geht davon aus, dass allein an diesem Wochenende rund 900.000 Menschen demonstriert haben. Und es geht weiter. Gestern waren auch mittelgroße Städte, vor allem im Osten dran. Auch heute gibt es Proteste. Lieber Herr Sittler, wenn Sie diese Bilder sehen, welchen Eindruck macht das auf Sie? Das macht mir große Hoffnung, dass viele Menschen kapiert haben, dass man die Verteidigung der Demokratie nicht den Politikern allein überlassen kann. Das können die gar nicht alleine. Die brauchen die Menschen im Land. Mhm. Und dass so viele kommen und auch viele Junge dabei sind, halte ich für gut. Und dass es friedlich abgeht, das ist das Entscheidende. Was ist das jetzt, was sich da auf der Straße bewegt? Die schweigende Mehrheit, wie manche sagen, die jetzt irgendwie aufgewacht ist nach einem Bericht? Also ich mag dieses Ding schweigende Mehrheit nicht, sondern es sind ganz normale Menschen, die jetzt durch das, was passiert ist jetzt in Potsdam, was rausgekommen ist, es ist ja nichts Neues, das gab es ja vorher auch schon, nur nicht so deutlich, dass sie jetzt sagen, jetzt ist die Linie überschritten, jetzt müssen wir. Mhm. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass ein Teil der AfD-Wähler, die unsicher sind, die nicht so beinhart sind, wie es gibt eine beinharte Gefolgschaft von der AfD, klar, die wird man nicht erreichen, aber die anderen vielleicht. Und dass mehr wählen gehen, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, das wird automatisch die AfD drücken. Mhm. Frau Sikri, also der Ausgangspunkt oder der Anlass dieser Demonstrationen war eben eine Recherche. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat eine Zusammenkunft zwischen Rechtsextremen und unter anderem AfD-Funktionären dokumentiert. Herr Marowitz, tatsächlich aber gibt es auch jetzt viele Politiker, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Finden Sie das gut oder gibt es da die Gefahr, dass man sozusagen dann denkt, okay, jetzt vereinnahmt die Politik diesen Protest? Also erstmal kann man sich ja total vorbehaltlos freuen, dass so viele Leute sagen, ich gehe raus, ich zeige mich, ich stehe für die Demokratie ein. Und irgendwie finde ich das grundsätzlich am Anfang eines Jahres, in dem wir auch, glaube ich, noch viele unschöne Sachen erleben werden, indem wir auch Wahlen haben, für denen man nicht ganz zu Unrecht Sorge hat in Amerika, wo Trump wieder vor der Tür steht. Wir haben eine Europawahl vor uns, wir haben diese drei Landtagswahlen vor uns. Ich finde das erstmal ganz schön einfach, dass es diese Demonstrationen jetzt so gibt. Das gibt irgendwie so ein Zeichen. Herr Sittler, diese Partei reagiert. Björn Höcke zum Beispiel sagt, das sind Kartellparteien. Vor allem die Roten und die Grünen haben sich eine Straßenkämpfertruppe zusammengebaut. An einem anderen Moment wird die Echtheit der Bilder eben in Zweifel gezogen. Am Ende werden diese Demonstrationen, diese Hunderttausende, die da hingehen, die AfD schwächen oder am Ende möglicherweise auch dazu führen, dass sich die, die ohnehin überzeugt sind von dieser Partei, also, jetzt enger noch zusammenschließen. Also zu dem, was der besagte Höcke gesagt hat, fallen mir nur zwei Zitate ein von Frau Merkel und Dieter Hildebrand. Sie hat mal in einer Bundestagsdebatte gesagt, nach einer wirren Rede von Alice Weidel, das Schöne an der Demokratie ist, dass jeder das sagen kann, was er für wichtig hält. Mhm. Und Hildebrand würde hinzufügen, auch wenn es total blöd ist. Ja. Und ich glaube nicht, dass es die AfD extrem schwächen wird. Es wird ihn marginal schwächen, weil die beinharten Befürworter der AfD, die sind nicht zu haben für Realität, die sind nicht zu haben für Fakten, das wissen wir auch. Aber die, die wankend sind und die, die sowieso die AfD nicht wählen, das wird denen helfen, stärker zu sein und zu argumentieren und andere vielleicht zur Wahl zu bringen. Ich bin gespannt. Wie sehen Sie das, Frau Sikri? Also ich, in diesem sonst ja eigentlich sehr einigen, in dieser Runde, ich sehe es tatsächlich düsterer. Ich glaube, man muss sich schon klar machen, dass eine Partei, die in Teilen rechtsextremistisch eingeschätzt wird vom Verfassungsschutz. Das heißt, dieses ganze inhumane Gedankengut ist die ganze Zeit immer da gewesen und die Leute haben sich der AfD angeschlossen. Und dann hinzugehen und zu sagen,
na, das machen die, obwohl da was drin ist, aber eigentlich sind das alles keine Nazis, sondern vielleicht Protestwähler oder die haben sich verlaufen oder die wussten nicht. Ich glaube, das ist ein Trost, dem kann man sich in großem Maße nicht mehr hingeben. Sondern es gibt einen Teil in diesem Land, die stehen dahinter und die nehmen das nicht nur hin, sondern sie gehen zur Partei und sympathisieren mit dieser Partei, weil sie diese inhumanen Positionen vertritt. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und die anderen sind die anderen, die jetzt auf der Straße sind. Und jetzt ist die Konfrontation offen. Das ist der Vorteil, den wir haben. So, ich will dem nicht ganz und gar widersprechen, Frau Zekri. Ich habe nur das Gefühl, dass man der Sache keinen Gefallen tut, wenn man alle AfD-Wähler über einen Kamm schert. Ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Untersuchungen dazu. Ein Viertel von denen, die AfD wählen, gehört, glaube ich, wirklich zu einem gefestigten Kern. Da kommt man kaum mehr ran. Und die haben sich da verbarrikadiert und haben vielleicht auch ein geschlossen rechtsextremes Weltbild in Teilen. Gleichzeitig gibt es ganz viele Leute, die einfach das Gefühl haben, dass Politik ihre Probleme nicht mehr löst. Und was ich den schlechtesten Ausgang der Demos fände, wäre, wenn jetzt Politiker sagen würden, ach herrlich, da sind jetzt viele Leute auf der Straße. Wir können uns wieder zurücklehnen. Damit ist das Problem gelöst und damit müssen aber wir das sagt ja keiner. Tun. Naja, wir haben halt seit sehr, sehr vielen Jahren in diesem Land sehr, sehr viele tatsächlich ungelöste Probleme. Und dass Leute zur AfD gehen, die vielleicht nicht dieses geschlossen rechtsextreme Weltbild pflegen und haben, hat vielleicht auch was mit den ungelösten Problemen zu tun. Wir haben vorhin über die völlig marode Bahn gesprochen. Das ist nur ein ganz kleines. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Migrationsthema tatsächlich seit vielen Jahren immer mal wieder adressiert wird, auch durch den Kanzler schon in sehr markigen Worten adressiert wurde, aber gelöst, ehrlich gesagt. Ich habe noch keinen richtigen Schritt gesehen. Er hat sie angekündigt, aber wenn man sowas ankündigt, dann muss man natürlich auch zeigen, dass man was tut. Und ich glaube, was mit diesem Kanzlerwort Abschiebungen im großen Stil eher passiert ist, die Leute haben sich das angeguckt und haben das gesehen und haben gedacht, ah, und jetzt? Und dann ist nichts passiert. Und das ist eigentlich das größte Problem. Da sehe ich einhaken darf, da sehe ich dann ein ganz anderes Problem. Weil das war genau der Punkt, wo der Kanzler angefangen hat, nachdem in Baden-Württemberg und Bayern gewählt wurde und man hat den Aufstieg der AfD gesehen. Und der Kanzler, der die ganze Zeit offenbar gedacht hat, das wird sich alles irgendwie erledigen, hat dann festgestellt, das tut es im Westen nicht. Sondern auch da gibt es Wählerschaften, die infizierbar sind. Oder die ansprechbar sind. Infizierbar ist das falsche Wort. Die ansprechbar sind. Und dann, nachdem er die ganze Zeit geschwiegen hat, hat er sich hingestellt und hat ein Vokabular gewählt und hat genau so geredet, wie es sich die AfD wünscht. Wir müssen im großen Stil abschieben. Das genau hat er gemacht. Und genau diese Art der Politik, AfD-Position einzunehmen, sich gerade in der Migrationsfrage überhaupt auf eine Debatte einzulassen, als wäre das das größte Problem in diesem Land, ist doch das, wovon die AfD träumt. Naja, sie können sagen, wir sind bürgerlich, aber wir haben so ein bisschen, wir haben da eben unsere eigenen Positionen, aber eigentlich sind wir gar nicht so weit weg von den Rechten. Und das, was ich von der Politik erwarten würde, ist natürlich, dass sie dann eine Alternative aufzeigt, aber nicht vor lauter Schreck da sitzt, gelähmt, nichts macht und jetzt muss die Zivilgesellschaft hingehen und sagen, wir finden es aber eigentlich gar nicht so schlimm. Aber die Zivilgesellschaft, ist ein entscheidender Teil der Demokratie. Wir sind jetzt, im Moment ist das Korrektiv und das ist gut. Und ich möchte noch eins sagen, was heißt die Leute? Und ich finde auch völlig richtig, man darf nicht die Themen, die die AfD besetzt, versuchen zu seinen eigenen zu machen. Man muss die ganzen Fehler, die AfD macht, die Lügen, die sie sagen die ganze Zeit, diese Beleidigung und Hetzereien, das muss man ganz kühl analysieren und sagen, das ist die einzige Chance, die wir haben. Mein Vorschlag wäre es, ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten. Natürlich soll man nicht reden wie die AfD, das ist ja total klar, schon gar nicht in der Schärfe, schon gar nicht in der Lautstärke. Man darf aber auch nicht damit anfangen, immer wenn die AfD ein Thema besetzt hat, zu beschließen, dass man sich nicht mehr drum kümmert und Themen zu adressieren, nur weil sie die AfD, also Themen nicht zu adressieren, nur weil sie das die AfD sie auch gesagt. Adressiert, das sagt ja keiner. Sollte man, glaube ich, in der Demokratie tunlichst unterlassen. Und das die sagt AfD keiner. Hat ja nun auch nicht den Aufstieg in Deutschland geschafft, weil sie so eine großartige und überschlaue Partei wäre. Das würde ich mal stark in Zweifel ziehen, sondern die hat den Aufstieg in diesem Land bis zu diesem Punkt, an dem sie jetzt ist, geschafft, weil viele Probleme liegen geblieben sind, weil viele Sachen ungelöst sind und da gehört die Migration halt leider dazu. Nein, aber so einfach ist es ja nicht. Die AfD sozusagen greift eine Stimmung auf und sie greift etwas auf. Wir alle sind in einem Veränderungsprozess, dessen Ende wir nicht sehen. Wir können nicht mehr darauf hoffen, dass es immer alles nur ununterbrochen nach oben geht. Mal ganz ehrlich, ein Land, in dem eines der größten Probleme die Bahn ist,
wird, glaube ich, im Rest der Welt als ein glückliches Land gesehen. Mhm. Wenn es denn so ist, das ist das größte Problem. Die Bahn ist eines von den vielen. Die Politik reagiert insofern, dass sie diskutiert über ein Verbotsverfahren. Ist einer von Ihnen dafür, für so ein Verbotsverfahren? Nein. Ich denke inzwischen mehr drüber nach, ja. Herr Marowitz? Nein? Nein. Der AfD jetzt wie der NPD-Nachfolgerpartei die Heimat das Geld wegnehmen? Vorschlag von Markus Söder. Also das Problem an diesem Verbotsverfahren ist ja, dass das eine jahrelange Kraftanstrengung wäre. Und übrigens das mit dem Geld wegnehmen auch. Mit ungewissem Ausgang, mit einer Diskussion, die uns vielleicht 3-4 Jahre mit der Frage beschäftigt, wie extrem und radikal die AfD ist, aber eben uns auch wieder davon abhält, uns damit zu beschäftigen, Probleme zu lösen. Viele Leute sind unzufrieden damit, dass es eine Zeit lang keine Partei gab, die nicht den Atomausstieg wollte jenseits der AfD. Viele sind unzufrieden, man wiederholt sich ja mit der Frage, wie in diesem Land Einwanderung organisiert wird oder viele Jahre eben nicht drüber gesprochen wurde oder wie man auch eine Debattenkultur in diesem Land gepflegt hat oder nicht gepflegt hat. Also Sie sagen, also, das sind die eigentlichen Themen, das muss Verbotsverfahren man angehen, wäre genau. Und ich glaube, mit dem Verbotsverfahren jetzt 3-4 Jahre sich damit zu belasten und am Ende vielleicht noch mit dem Ergebnis, dass die AfD nicht verboten wird, weil sicher ist der Ausgang, dass sie dann verboten werden könnte, ja nun keineswegs. Ich würde davor warnen. Ja, aber ich denke, der Ausschuss aus der Parteienfinanzierung wird sehr viel schneller gehen. Das ist viel einfacher. Wir haben ein brauchbares juristisches System. Und dann wird es für ein paar Jahre aberkannt, wenn man es gut gemacht hat. Nicht für immer. Mhm. Das ist auch richtig so. Und man kann dann danach überlegen, ob man dann das Verbotsverfahren, was sehr viel länger dauert, was auch, finde ich, gut ist in unserer Verfassung, dass es lang dauert, egal welche Partei das jetzt trifft. Ob man es auch noch macht. Wäre schon dafür. Oder man macht eben die Bürgerrechte für eine Weile, sagt man, Herr Höcke, wir versuchen mal, du darfst alles nur nicht gewählt werden. Ne? Finden Sie das einen Weg? Wie gesagt, also er ist ein Faschist, ganz einfach. Ja, ich habe war lange Zeit sehr dagegen, weil natürlich das Schönste, Eleganteste, Demokratischste und wahrscheinlich Nachhaltigste ist, wenn eine Partei wie die AfD demokratisch besiegt wird. Kein Mensch muss die AfD wählen, nur weil er politische Probleme nicht gelöst sieht. Da gibt es überhaupt gar keine Entschuldigung für. Also, da bin ich überhaupt nicht bei Ihnen. Wir sehen das in Polen. Die Polen haben es geschafft. Die hatten eine autoritäre, nationalistische Regierung. Sie haben das geschafft. Wir sind in Deutschland und wir hatten Experimente dieser Art und Deutschland hat es nicht geschafft. Sie meinen jetzt das Dritte Reich und die Nazizeit. Ihr Vater war bekennender Nationalsozialist, ja. NSDAP-Mitglied. Haben Sie Angst, der Faschismus kommt wieder in Deutschland? Kann das passieren? In der Bundesrepublik jetzt mit den 16 Ländern, nein. Bei Walter Sittler ist bemerkenswert, dass er 71 Jahre alt ist. Also hier zieht nicht das Argument, er ist jetzt beschäftigt bei den Medien, ihm bleibt gar keine andere Wahl. Wenn er nicht so das Narrativ verbreitet, wie jetzt von den Chefs erwünscht. Die Sendung, es geht darum zunächst um die Demonstration, um die Anzahl der Leute. Maischberger zählt auf, es sind 900.000 Leute. Und man kann jetzt nicht genau sagen, ob das stimmt, das ist vielleicht übertrieben. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr viele Leute sind. Und es ist auffällig, es sind sehr viele Leute, die wahrscheinlich bei Corona nicht auf die Straße gegangen sind. Und jetzt werden viele sagen, ja gut, das sind halt die Schlafschafe und die wissen es nicht besser. Aber man muss sich die unangenehme Frage stellen, wieso geht man gegen etwas auf die Straße, was man gar nicht kennt? Und der normale Impuls wäre dann, okay, der wird fertig gemacht, der ist böse. Was ist denn das für eine Person? Das möchte ich jetzt erstmal überprüfen. Bevor ich jetzt gegen die Person austeile, möchte ich erstmal wissen, wer ist denn das? Und auffällig ist bei diesen Leuten oft, dass sie genau dem scheinbar aus dem Weg gehen. Dass sie vollkommen überzeugt sind. Und wenn man sie jetzt damit konfrontiert, ja, wir von der AfD, wir sind doch gar nicht rechtsextrem. Wir haben doch das und das Programm, dass sie dann besonders überzeugt schreien, doch, 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 ihr seid Nazis und so weiter. Und aus dieser Überzeugung heraus kann man jetzt erkennen, dass es sich nicht um Schlafschafe handelt. Weil, wenn sie es nicht wüssten, dann wären sie in irgendeiner Form überrascht. Dann würden sie in irgendeiner Form Überraschung zeigen und würden fragen, ja, was hast du denn für Argumente? Aber die Leute, sie gehen diesen Argumenten genau aus dem Weg. Das heißt, sie kennen die Argumente oder sie erahnen die. Es stellt sich jetzt die Frage, warum machen diese Leute das? Warum macht ein Walter Sittler sowas? Er ist 71 Jahre alt, er hat nichts mehr zu befürchten. Warum hetzt er so bösartig? Er macht das vollkommen aus freien Stücken heraus. Das ist vollkommen offensichtlich. Und genau das ist auch das Problem.
Das macht die Täuschung sehr effektiv, weil viele Leute können sich nicht vorstellen, dass jemand so bösartig ist. Dass er aus freien Stücken hetzt. Genau das Gleiche sehen wir ja bei vielen alten Politikern auch, die es auch nicht machen müssten. Beispielsweise Gerhard Baum oder Joachim Gauck oder früher auch Schäuble. Sie alle müssten das nicht machen. Und sie machen es trotzdem. Und aus meiner Sicht, hier muss man erkennen, dass es sich um Psychologie handelt. Dass das nicht rational mit materiellen Werten begründbar ist, sondern dass da noch was anderes dahinter steckt. Und was kann nun das Motiv sein? Und aus meiner Sicht ist es das Verspüren von Macht. Man hat einen Wissensvorsprung. Man selbst ist nicht wahrhaftig, man schauspielert, wie Walter Sittler, er ist ja auch Schauspieler. Man spielt etwas vor und der andere merkt es nicht. Und es ist ja hier die blanke Heuchelei. Es wird hier von guten Werten, von Demokratie geredet. Und Maischberger und diese Leute wissen ganz genau, dass sie die Demokratie, gute Werte, dass sie es geradezu verhöhnen. Sie sprechen von Menschlichkeit und endlich stehen die Massen auf und wir können so froh sein. Und sie wissen ganz genau, dass sie bösartig hetzen gegen unbescholtene Leute. Dass sie in die Enge treiben, ihre Existenz ruinieren. Sie tragen diese Werte vor sich her und wissen ganz genau, dass sie nicht dazu stehen, sondern genau das Gegenteil. Dass sie diese Werte verachten und verhöhnen. Wahrscheinlich lachen sie sich im Nachhinein kaputt. Kannst du mir richtig vorstellen, wie sie alle im Nachhinein lachen über das, was sie gemacht haben. Und jetzt könnte man sagen, es ist ja auch irgendwie lustig, wenn man jemanden reinlegt und der merkt es nicht. Nur jetzt in der Ukraine geht es um 500.000 Menschenleben. Es geht hier um Armut. Es geht hier um Existenzvernichtung. Es geht hier oft um Leben und Tod. Gerade im Ausland, wo ja die Täuschung besonders schlimm ist. Und da hört jeder Spaß auf. Was kann man jetzt dagegen machen? Aus meiner Sicht ist es wichtig, den Leuten zu verstehen zu geben, ihr täuscht mich nicht, ich falle nicht drauf rein. Ich erkenne, was ihr macht, dass ihr täuscht, dass ihr nicht wahrhaftig seid. Und jetzt denkt man sich, ja gut, das ist doch jetzt kein Problem. Aber was die meisten aus dem alternativen Lager lange gemacht haben und auch jetzt immer noch machen, sie bezeichnen diese Leute als verblendet und als Schlafschafe und fühlen sich überlegen. Ja, ich weiß es ja, und der ist verblendet, die dummen Journalisten. Und die sind halt irgendwie linksverseucht. Oder die sind irgendwie irrational, die können nicht klar denken. Und genau damit spielt man diesen Leuten in die Hände, weil dann merken sie, okay, jetzt habe ich ihn erfolgreich reingelegt. Und sie denken, sie sind die Schlauen, dabei sind sie die Dummen. Sie sind diejenigen, die leiden, denen es an die Existenz geht. Und mir geht es gut. Ich kriege das ganze Geld. Und ich habe auch noch die Entschuldigung, ich habe es nicht gewusst. Das heißt, diese Leute haben noch ein Alibi zum Hetzen, und können sich jederzeit zurückziehen, können sagen, oh, es ist ganz tragisch, ich habe es nicht gewusst, ich wurde geblendet, die Medien haben mich verhetzt und jetzt habt ihr mich endlich aufgeklärt, jetzt, klar, dummes Missverständnis, alles riesengroßes Pech, dass jetzt ihr eure Existenz verloren habt, dass ich jetzt ganz viel Geld bekommen habe und Karriere gemacht habe. Das ist halt alles tragisches Pech, ja, konnte ich nicht wissen, tut mir leid, aber du bist halt so schlau, ich kann halt nicht so schlau sein wie du. Und genau wenn die Leute spüren, dass ihnen dieser Ausweg genommen wird, und das gilt auch für diese ganzen Demonstranten, für viele der Demonstranten. Viele sind nicht wahrhaftig, also sie können Gewalt ausüben, verbale Gewalt, und haben eine Rückzugsmöglichkeit. Das ist wie wenn man einen Ladendiebstahl begehen kann und man auch dann eine Ausrede hat dafür. Und die Leute sind so primitiv, also diese Leute sind so primitiv und die machen das. Die sehen, okay, ich habe jetzt hier einen Weg gefunden, wie ich kriminell sein kann, wie ich andere drangsalieren kann. Und ich habe immer die Ausrede, ich habe es nicht gewusst, es ist alles tragisches Pech. Ich habe gedacht, ich mache was Gutes. Ich habe gedacht, die AfD ist rechtsextrem, ich tue was Gutes. Ja, tut mir leid, ich konnte es nicht besser wissen. Und sie haben immer diese Rückzugsmöglichkeit. Und so haben sie sich über Jahrzehnte, haben sie sich vorgetastet und haben gemerkt, okay, ich kann jetzt hier kriminell sein und es geht. Es passiert mir nichts, die fallen auf mich rein, diese dummen Idioten. Ich kann hier austeilen, kann hier machen, was ich will. Und die merken es nicht und halten sich auch noch für schlau. Wahrscheinlich genau dieses Gefühl, das sie noch spüren, die halten sich für schlau, obwohl sie reingelegt werden, das triggert viele Leute geradezu. Das stiftet sie geradezu an, dadurch fühlen sie sich stark und machen umso mehr weiter. Also das beste Beispiel ist auch für mich, sind so Leute wie Thilo Jung. Die fühlen sich auch unglaublich überlegen. Man merkt das auch, wenn man sich Videos anguckt, er fühlt sich unglaublich überlegen in jeder Hinsicht. Und jetzt kann jeder mal nachdenken, ob er tatsächlich einfach dumm ist und sich überlegen hält, oder ob er merkt, ob er erfolgreich Leute reinlegt. Das Video ist jetzt bereits so lang, dass es Sinn macht, mehrere Teile zu machen. Das war jetzt Teil 1 und
Tino Chrupalla gucken wir uns dann im nächsten Video an. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.